Staatssängertag hat 1985 im Bistum Limburg stattgefunden. Anlässlich des 750-jährigen Domjubiläums war aus unserem Partnerbistum Sambia Bischof De Jong zu Besuch und der hat vor 80 Kindern über Afrika berichtet, was damals Beispielland der Dreikönigsaktion war. Ein Jahr später, 1986, wurde dann der BDKJ Limburg Kooperationspartner des Kindermissionswerks und der damalige BDKJ-Referent Winfried Mons hat den Sternsingertag konzipiert. Es gab damals einen Gottesdienst und danach noch viele verschiedene Arbeitskreise, wo auch viele Ehrenamtliche auch mit engagiert waren. Und später dann, ab den 90er Jahren, als immer mehr Kinder sich angemeldet haben, musste das dann eben noch zentraler organisiert werden. Der Sternsingertag 2017. Für mich der 10. Sternsingertag als BDKJ-Vorstand bzw. vorher schon als KJG-Mitglied. Es hat sich seit den 80er Jahren viel getan. Damals 80 Kinder. Heute sind es 1500 Kinder, die jährlich nach Limburg kommen. Erst in den Dom und in die Stadthalle und ein buntes Kulturprogramm erleben. Jedes Jahr ist es anders gestaltet, immer passend zum Jahresmotto der Dreikönigsaktion. Und mein absolutes Highlight in diesem Jahr war eigentlich eine Anfrage unseres Bischofs, die 2 Tage vor Beginn des Sternsingertags kam, an meine Band, die letztes Jahr im Dom gespielt hat. Und die andere, ja, der Bischof würde gerne statt Predigen dieses einen Rap als Predigt machen. Und zwar hat er den gefunden bei den österreichischen Kollegen zu dem Lied Wir kommen daher aus dem Morgenland und das wollte er gerne als Predigt. Manchmal ist es easy und manchmal ist es hart, doch wir bleiben dabei. Wir ziehen von Tür zu Tür, verbessert die Welt. Ja, nach dem Gottesdienst ist es beeindruckend, den Sternenzug zu sehen, der sich dann zur Stadthalle bewegt mit den Kindern, die oben aus dem Dom kommen und unten eben aus der Stadtkirche. Muss dann erstmal geschaut werden, natürlich auch organisatorisch, dass die Sicherheitskräfte da sind, die uns begleiten dann. Und dann ist es aber wirklich toll zu sehen, wie sich dieser riesige Zug dann durch die Stadt bewegt. Ich denke, das ist für die Kinder auch nochmal eine schöne Erfahrung, da so gemeinsam in so einem großen Pulk eben zur Stadthalle zusammenzulaufen. Und es ist auch nochmal schön zu sehen, dass Glaube eben öffentlich ist. Also dass wir wirklich durch die Stadt gehen, die Passanten auch nochmal interessiert gucken oder auch fragen, was ist da jetzt so. Also dass wirklich Glaube auch nochmal nach außen eben gelebt wird und transportiert wird. Nach den Gottesdiensten in Dom und der Stadtkirche kommen alle Sternsänger in die Stadthalle, wo sie ein Kulturprogramm erwartet, das ungefähr 1,5 Stunden dauert. Es ist jedes Jahr verschieden und immer passend zu dem Motto der Dreikönigsaktion. Es ist ganz wichtig, ist es uns, dass es ein Mitbrachprogramm ist für die Kinder, dass sie nicht nur starr auf dem Boden sitzen und zuhören müssen, sondern dass sie auch aktiv daran beteiligt sind, um einfach die Spannung auch, dass die gehalten wird. Ein ganz wichtiger Bestandteil ist immer der Film, der Willi Weiß dreht, wo auch man sieht, die Kinder sind davon total begeistert und sitzen da wirklich ganz gespannt dabei und gucken zu. Nach dem Kulturprogramm in der Stadthalle sprechen wir dann noch ein gemeinsames Segensgebet und danach gibt es für jeden Sternsinger noch ein Geschenk. Das Geschenk ist unsere Sternsinger-Tasse, die jedes Jahr neu designt wird, passend zum Motto der Sternsinger-Aktion. Das soll ein Dank sein für die Kinder und die Begleiter, die sich auf den Weg machen im Januar, um das Geld zu sammeln bei Wind und Wetter und natürlich auch eine Erinnerung an den Tag. Und es ist für alle, die da sind, ein Highlight und mittlerweile schon ein Sammlerstück.